Hey Leute, herzlich willkommen bei Wissenswert. Als Melania 1998 Donald Trump auf einer Party in New York näher kennenlernte, wollte sie doch nichts außer einen Sugar Daddy, der ihr ein Leben im Luxus spendiert. Hätte sie damals gewusst, dass sie das einmal zur First Lady macht, mit einem Mann, den fast die ganze Welt belächelt und dessen Ego alles in den Schatten stellt, hätte sie sich das vielleicht zweimal überlegt. Denn Melania Trump scheint alles andere als zufrieden mit ihrer Ehe und mit ihrem Mann. Im Gegenteil, wenn man die Körpersprache von ihr analysiert, wird schnell klar, dass sie ihren Mann insgeheim hasst. Zuerst das Offensichtliche. Erinnern wir uns an all die Situationen, in denen Donald Melania die Hand reichen wollte, sie aber einfach abwinkte. Möglicherweise kleben seine Hände wegen dem Selbstbräuner oder Melania selber hat Handcreme drauf. Aber wenn man sich ihre Haltung und ihren Ausdruck anguckt, wird klar, dass es einfach eine tiefe Abneigung gegen ihren Mann zu sein scheint. Nach einer Zeit macht selbst Macht, Status und Geld einen Mann scheinbar nicht mehr allzu attraktiv. Ein weiteres Beispiel für eine Situation, die deutlich macht, wie gebrochen das Verhältnis zwischen den beiden ist, ist der Kuss, oder sollte ich sagen der Pseudokuss, von Melania und Donald bei Trumps Amtseinweihung. Lag es nur an Lippenstift oder dergleichen, oder ist zwischen den beiden einfach nur eine merkwürdige Distanz? Und zwar nicht nur die Distanz von 24 Jahren. Und noch ein weiterer Moment von Trumps Einweihung, der zeigt, dass es zwischen ihm und seiner Frau so gar nicht läuft und vor allem, dass Melania das so gar nicht gefällt. Während Obama seine Frau anlächelt und ihr einen Handkuss gibt, bleibt Trump lediglich eiskalt stehen und Melania setzt eine ernste Miene auf. Oder hier. Hier sehen wir, wie Trump beim Empfang im Weißen Haus einfach schnurstracks die Treppe hinaufgeht, ohne seine Frau zu begleiten. Im Gegensatz dazu hat Obama den Anstand, auf seine Frau zu warten und mit ihr zusammen die Treppe hochzugehen. Und auch in diesem Video können wir die tiefe Abneigung von Melania gegen ihren Ehemann sehen. Links im Bild. Trump guckt sich nach Melania um und sie lächelt ihn an. Aber kaum hat sich Trump umgedreht, verzieht sie die Miene und lässt durchblicken, dass ihr das Ganze ganz und gar nicht gefällt. Und einen haben wir noch für euch. Das ist der Tanz von Trumps Ball zum Amtsantritt. Melanias Körpersprache und die Art, wie die beiden tanzen, spricht für sich. Melania wirkt aufgrund ihres starren Körpers, der kleinen Schritte und der eng angezogenen Arme fast, als hätte sie Angst vor Trump. Aber wer hätte das nicht? Nun, dieses Video ist wahrscheinlich mehr als ein kleiner Hinweis darauf, dass Melania Trump so gar nicht zufrieden mit ihrem Mann und ihrer Ehe ist. So wie sie sich gibt, ängstlich und awkward, tut sie einem fast ein wenig leid. Und dieses Video zeigt auch, dass Reichtum, Macht und Status allein niemals für Glück in einer Beziehung und für Harmonie sorgen können. Im Gegenteil, wahrscheinlich ist es gerade die Macht und das Profitstreben von Trump, das einer guten Beziehung hier im Wege steht. Aber uns würde vor allem auch interessieren, was ihr von Melania haltet und ob ihr glaubt, dass sie zufrieden ist mit der Beziehung zu Trump oder nicht. Und wenn ihr andere Vorschläge für Videos habt, schreibt es uns in die Kommentare. Auch wenn ihr mehr wissen wollt über dieses Thema, dann machen wir nämlich ein ausführlicheres Video über Melania und Trump. Und wenn ihr neu bei Wissenswert seid, dann abonniert jetzt und ihr werdet in Zukunft jede Menge geilen Content sehen. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Peace out.